So, während dieser Phase, wo Mario noch nicht wieder hundertprozentig verfügbar ist, dachte ich mir, lade ich mir mal ab und zu einen Gast ein zu Kartoffelkino TV. Und heute ist die Jenny da. Hallo! Ja, Jenny, was hast du uns mitgebracht? Ich habe die neue Blu-ray-Box von Herr der Ringe mitgebracht. Na, Mensch, ist Mario ja zutiefst enttäuscht, dass er nicht dabei sein darf. Wieso mag er das nicht? Nee, mag sie überhaupt nicht. Oh je. Ich bin auch nicht so ein großer Fan davon, deswegen musst du heute am meisten von uns beiden reden. Kann ich gerne machen. Das kannst du aber ganz gut, ne? Genau. Sie ist Ja. nicht beim Radio tätig, insofern. Mit dem Reden kennt sie sich Ja, aus. sammeln kann ich. Hier erstmal ein paar Ausschnitte von Herr der Ringe. Carry the face of his own little one. Something stirs in the east. The eye of the enemy is moving. Sam, Wood Elves. They're leaving Middle-earth. Never to return. The skill of the elves can reforge the sword of kings. But only you have the power to wield it. So Gandalf thinks he has found the lost king of Gondor. It matters not. The world of men shall fall. This is my hour. Back, you devils! The enemy has been found. Bring me back this mighty gift. You're all going to die. But you know this, don't you, Gandalf? Where is she? The woman who gave you that jewel. The city of Osgiliath has been reclaimed for Gondor! A day may come when the courage of men fails. But it is not this day! This day we fight! For Frodo. The Lord of the Rings Trilogy Extended Edition. Look for it on Blu-ray. Ja, Mensch, der Herr der Ringe, riesiger Welterfolg, würde ich mal sagen. Ja, Deswegen 30 Oscar-Nominierungen. Die Fans weltweit warten ja auch schon auf die Fortsetzung, beziehungsweise die Vorgeschichte, mehr ja, besser gesagt. Ne? Stimmt. Der Hobbit kommt, kleine Hobbit. Kommt nächstes Jahr in die Kinos, denke ich. Und übernächstes Jahr, ne? Ich genau, in wieder, zwei Teilen, die in drehen zwei gerade noch. Ja, ja, Ja. ja, ja. Auch wieder Peter Jackson. Ja, wie gesagt, ich finde es toll, dass es da so viele Fans von gibt weltweit und das so ein riesiger Erfolg war. Mein persönliches Genre ist es nicht so, aber da bin ich ja froh, dass du heute da bist. Genau. Erzähl uns ein bisschen was über diese Blu-ray-Edition. Die Schattenseiten und die Lichtseiten. Genau. Da haben wir sie erstmal. Rausgekommen ist sie im August diesen Jahres und kostet um die 60 Euro. Das muss man schon investieren. Und jetzt schauen wir mal, ob sich das auch lohnt. Mhm. Also ich finde erstmal die Box sehr ansprechend. Eine schöne, stabile Goldbox. So, wollen wir mal aufmachen. Mhm. So, und hier haben wir dann die drei Filme jeweils als Blu-ray. Ja. In der Box findet man jeweils den Film als Blu-ray aufgeteilt in zwei einzelne Blu-rays und dann noch Extras, drei DVDs als Extras. Mhm. Jetzt erstmal zum Film. Ja. Genau, worum geht es überhaupt? Ja, muss man das eigentlich nochmal sagen? Die meisten wissen es wahrscheinlich, aber erzähl nochmal. Also, es ist ja, Herr der Ringe ist das Buch von Herrn Tolkien verfilmt. Das wurde ja von Peter Jackson, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube 2001, genau, 2001, 2002 und 2003 wurden die Filme jeweils. So lange ist das schon her, ja, weil ja. die Zeit vergeht. Genau. Und es geht eigentlich um den klassischen Kampf Gut gegen Böse. Es geht darum, das ist eine fiktive Welt, Mittelerde, in der leben Elben und Zwerge, Menschen und auch eben Hobbits. Hobbits sind sowas ähnliches wie Zwerge, nur sehr viel verfressener und auch haben riesige behaarte Füße und sind nicht so bekannt sogar in Mittelerde. Die leben so ein bisschen im Verborgenen, in den Höhlen mhm. und machen so ihr Ding. Und nun will es aber, dass nun gerade Frodo, ein Hobbit,
den großen Ring des bösen Herrschers Sauron erbt von seinem Vater, Bilbo Baggins, oder Bilbo Beutlin auf Deutsch, würde ich mal sagen. Wir sind ja hier in Deutschland. Mhm. Und ihn dann sozusagen geerbt hat und hat, und er muss ihn dann zerstören. Und dabei helfen ihm aus allen, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, aus allen Rassen des Landes werden ihm Gefährten zur Seite gestellt. Und dann begibt er sich auf eine große Reise und am Ende, ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, aber er zerstört den Ring und damit auch die Macht von Sauron. Und nebenher gibt es etliche Kriege und etliche Sachen. Also das kann man gar nicht alles zusammenfassen. Das ist aber die Geschichte an sich. Und darum geht es. Das ist warum ist es denn so schwer, den Ring zu zerstören? Warum kann er nicht einfach den Ring irgendwie ins Feuer werfen und kaputt machen? Eben, das geht eben nicht. Den Ring kann man nur in den Schicksalsberg werfen. Und zwar da, wo er auch geschmiedet wurde von dem bösen Herrscher Sauron. Und der ist natürlich in dem... Gespielt von Christopher Lee, ne? Genau. Das weiß ich auch. Ja. Und der ist, und Frodo wird übrigens gespielt von Elijah Wood. Ja. Aha. Und auch sonst spielen jede Menge berühmte Leute mit. Ian McKellen. Orlando Bloom, ne? Ja, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, ja, genau. Liv Taylor. Mhm. Kate Blanchett. Genau. Also, das nimmt kein Ende. und da muss er zerstört werden. Und das ist in Mordor, da wo Sauron auch lebt. Und da müssen sie hinwandern. Das ist sehr schwierig. Und dann müssen sie sich unter den Feind begeben. Und das ist alles gar nicht so leicht. Und am Ende ist man auch ganz, ganz... süchtig nach dem Ring, und es ist sehr schwierig, den dann auch zu zerstören. Aber und warum muss er ihn zerstören? Warum behält er ihn nicht einfach? Weil man von dem Ring immer dann auch böse wird. Und zwar jeder. Ja. Oh. Nicht nur, die Hobbits sind sogar noch am immunsten dagegen, aber selbst Elben, Menschen werden immer davon korrumpiert, und deswegen muss er zerstört werden. Und wenn er zerstört ist, nur dann kann auch der böse Herrscher. Gut. Besiegt werden. Und so kommt es dann auch. Das ist wirklich riesige Schlachten, ganz tolle Spezialeffekte. Und deswegen... Alles nur wegen dieses Rings. Alles nur wegen des Rings. Deswegen ist es ja auch... Wahnsinn. Der Herr der Ringe ist nämlich der böse Sauron. Da ist der Ring auch nochmal drauf. So. Gut. Ja, so. Und jetzt, das gibt's ja schon, Herr der Ringe, natürlich, in allen möglichen DVD-Versionen. Und hier haben wir... können nochmal kurz vielleicht erstmal nochmal zu diesem kleinen Booklet hier kommen, ne? Ach ja. Das ist nämlich immer, was wir vorhin schon festgestellt haben. Was ist das? Man sieht überhaupt nicht durch. Das ist das. Ja. Das sind jetzt schon die Extras. Da wollte ich da gleich zu kommen. Aber es ist so, dass dieses Booklet ist jedem der einzelnen Blu-ray-Boxen beigelegt. Mhm. Und es ist leider sehr unübersichtlich. Das ist schon das erste Manko an der Box leider, dass es nicht klar gegliederte Übersichten gibt, sondern einfach... Man sieht es nicht, wo muss man hinklicken. Und wenn man dann, und die einzelnen Sachen sind auch leider so unübersichtlich geschrieben, dass man gar nicht weiß, was ist da überhaupt drin. Also es steht nicht Dokumentation über, sondern es ist irgendwie die letzte Allianz oder der Feind oder Isengard. Und dann weiß man gar nicht, was ist da drin, und muss hinklicken und dann erst gucken, was ist da drin. Das finde ich eigentlich immer sehr schlecht. Also hier oben ist im Hauptmenü, und dann geht es hier irgendwie die ganzen Unterpunkte runter. Und da muss man sich irgendwie durchklicken durch das total komplizierte... Genau, ich mag eine klare Übersicht. Ja, ich meine, es sieht sehr schön aus. Und ist auch dem Design der ganzen Herr-der-Ringe-Trilogie geschuldet, wahrscheinlich, dass es so aussieht, aber es ist nicht sehr funktional. Ja, aber das ist bei manchen DVDs auch so. Also Harry Potter hatten wir schon festgestellt, ne, wo man erst ein blödes Rätsel lösen muss, um sich den Film endlich anzugucken. Oder erstmal Zauberstäbe kaufen, und dann kommt man endlich zu dem Film, und dann ist es ein total sinnloser Film, den man sich eh nicht angeguckt hätte. Da hat man gleich... Oder bei Terminator 2, um sich die Ultimate Edition anzuschauen, muss man auch irgendwie so einen extra Code eingeben, irgendwie, den man erstmal irgendwie über rauskriegen muss. Das ist völlig bescheuert. Ja, gut, also. Lohnt sich das denn, das auf Blu-ray als Film zu gucken, gegenüber der alten Edition? Das meinte ich nämlich gerade. Genau. Ich finde nämlich, ich habe es mir angeschaut, die alte Edition ist schon so gut, dass man eigentlich gar nicht groß einen Unterschied sieht. Mhm. Auch bei der Bildqualität nicht? Ja. Aha. Also, ich habe gedacht, ich habe mir extra das nochmal auch die Schlachtenszenen angeguckt, wo viel animiert ist und alles. Und ich fand... Das hat mich jetzt nicht mehr vom Hocker gehauen als die alte Edition, muss ich ehrlich sagen. Dazu kommt, da muss man vielleicht noch kurz berichten, es gab ein bisschen Hickhack bei der Auslieferung der DVD, und zwar war... Der Blu-ray. Der Blu-ray war sie grünstichig, obwohl sie gesagt haben, Warner Bros. Hat gesagt, Peter Jackson wollte das so. Ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass es grünstichig ist, weil ich habe die erste Version. Die musste zum Teil ausgetauscht werden. Und was noch viel schlimmer ist, der Ton im Deutschen wurde dann sogar asynchron an manchen Stellen. Und da haben sich sehr viele sehr aufgeregt darüber, und verständlicherweise. Das ist natürlich ein... Und der Warner Bros. Musste von der ersten Produktionsreihe, mussten sie sogar welche zurücknehmen, oder haben sie gemacht.
und austauschen. Und das ist jetzt aber, die gibt es jetzt nicht mehr zu kaufen. Es gibt jetzt nur noch die zweite Produktionsreihe zu kaufen und da ist alles in Ordnung. Also braucht man keine Angst zu haben. Aber das, falls euch jemand fragt, so war das. Und das war nicht so einfach. Okay. Und ich finde auch, es nimmt sich nicht viel. Deswegen wollen wir mal gucken, ob das wegen den Extras dann zu kaufen wäre. Die Extras sind, es gibt 3 DVDs jeweils, also der Film ist Blu-ray, die Extras sind DVDs und 2 der DVDs sind dieselben wie in der Extended Edition. Die waren ja sehr gut, das war ja, wurde ja extra gedreht von, ich weiß gar nicht, wie er hieß, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, ach so, Michael Pellerin hat es gedreht. Richtig sehr detailliert, man Wus kann wirklich alles sehen, von wie die Schwerter gemacht wurden, die Drehorte ausgesucht wurden. Also es war wirklich ganz toll und das ist da auch drauf. Also wer die noch nicht hat, das lohnt sich schon wegen den Extras schon mal die zu kaufen, also die Blu-ray Edition. Und es gibt aber noch eine extra DVD, die es hier nicht gibt. Und zwar ist das sind es 4,5 Stunden nochmal extra Material insgesamt. Jeweils pro sind es immer so ungefähr Spielfilmlänge. Ist der ganze letzte DVD ist so ein Extra, wo sie einfach nochmal einen sehr intimen Einblick in die Dreharbeiten gegeben lassen haben. Und zwar haben sie einfach den Drehprozess nochmal gefilmt und es wird nicht drüber gesprochen, sondern die Leute, die da Schauspieler sind und die verschiedenen Regisseure, weil nicht nur Peter Jackson hat ja auch verschiedene Crews, um das alles zu schaffen, kommen alle zu Wort und erzählen viel. Und das ist selbst für Leute, die die ganzen Extras sich schon angeschaut haben in der alten Version, ist es selbst noch ganz viel Neues und ganz interessant und gut gemacht. Also das lohnt sich wegen dieser Extra-DVD, lohnt es sich eigentlich auch, das zu kaufen. Also du meinst, die Extras sind durchaus mehr geworden, aber wenn es nur um die Bildqualität geht, gibt ja auch welche, die sich für die Extras gar nicht interessieren, gibt es ja auch oft Leute, die können auch bei der DVD bleiben. Das sehe ich so. Okay, gut. Ja, erstaunlich, ne? Weil die Blu-ray sollte ja eigentlich doch noch einen Unterschied nochmal ergeben. Habe ich gedacht, aber ich sehe da nichts. Und wahrscheinlich waren die ersten schon so gut. Gut. Ja, Mensch, das ist ja wirklich interessant. Also ist denn noch irgendwie der Film verlängert worden in irgendeiner Art und Weise? Nee, das ist exakt derselbe. Ja. Aber das weiß ich auch nicht so genau. Das steht da auch nirgends drauf. Also deswegen denke ich es nicht, sonst würden es ja großartig schreiben. Das ist ja eine Extended-Version. Ja, das ist die Extended-Version. Gibt es denn eine normale Version auch auf Blu-ray? Nein. Also die Kinofassung oder sowas. Das ist die Blu-ray-Version Extended Edition. Also für Tolkien-Fans, für Fantasy-Fans, für Film-Fans eigentlich ein absolutes Muss, wenn man es noch nicht hat. Ansonsten kann man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen. Na Mensch, dann danke ich dir sehr für den kleinen Einblick. Gerne. Und du kommst mal wieder zu uns mit einer weiteren Geschichte in ein paar Tagen. Aber das verraten wir noch nicht, was du dann vorstellst, ne? Auch was Schönes. Da kann ich sogar auch mitreden. Mensch. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.